Meine sehr verehrten Damen und Herren. 15 Jahre nach dem Krieg hat Bundesdeutschland wieder Power, dank der frischen Politik von Bundeskanzler Adenauer. Bin ne Typ mit Innerie, der kann doch werfen. Ist nicht im Kanzleramt, ging seinen Start mit Sachen 73. Ich an die Westseitbindung etabliert und unser Land auf den Weltparkett zurückgeführt. Wir haben durch Holocaust und Krieg massive Schuld auf uns geladen, müssen um Versöhnung bitten und den neuen Anfang wagen. Jetzt wird aufgebaut durch Strebsamkeit, durch Anstand und so und eine christliche Partei mit dem rheinischen Flow. Wir haben die Bizone zur Trizone zur Republik vereint, Demokratie nicht nur im Namen, sondern ernst gemeint. Wiedervereinigung vom Vaterland, am liebsten kämen sie morgen. Doch ist ungreifbar wie zarter Sand. Drum erstmal dafür sorgen, dass das liebe Deutschland keine weiteren Kriege mehr beginnt. Und die Kommunisten bleiben, wo die Kommunisten sind. Und stellst du uns die Wahl der Knechtschaft, kann ich dir erzählen. Da gibt's jetzt kein Vertun für uns, dass wir die Freiheit wählen. Das heißt ja Knechtschaft, alles Lügen, Märchen, schauische Geschichten. Niemand hat die Absicht, irgendeine Mauer zu errichten. Aber gegen euren Imperialismus steht die Front. Wir haben den gleichen Himmel, aber nicht denselben Horizont. Ein wahrlich schönes Zitat, was einem nicht alles so zugeschrieben wird. Weiter übrig von der SED. Das Gürtel steht für Super Entertainer Disc Jockey. Mir ein SPD und KPD und alle Proletarier. Heute Moskau, Peking, Kuba, Moschen, Bonn und Gran Canaria. Gönni gibt's doch einfach zu, wenn man den Blick mal schärft. Das NRW einfach französisch und heißt angenervt. Du hältst dich selbst für wichtig, doch bist nur ein Handlanger, der Wall Street. Wenn's ernst wird, wirst du merken, schon beim allerersten Knall zieht sich der Ami in den Bunker hinterm Rhein zurück. Dann hilft dir auch kein höheres Wesen, Kaiser, Gott, Tribuner, Glück. Denn die Verdammten dieser Erde bringen bald die Wende. Die Weltgeschichte steuert zu auf dieses logische Ende. Eine Gesellschaft ohne Klassen unter einer Partei. Und diesen Traum machen wir wahr, ich bin schon lange dabei. Ein alter Hase der Bewegung nach der Lehre von Karl Marx. Ein Paradies auf Erden mit den Mitteln des Goldschlags. Da bist du Kasper aus der Ostberliner Puppenkiste. Versalle Marionettenstaat des Sowjet-Russlands bist du. Und wer ist der alte Hase, infantiler Wurm? Wie ich zur Welt kam, gab's doch jede Mal den Eiffelturm. Mein langes Leben Struggle in der Kindheit knallten. Die Hackschen damals verkühlen in Preußen und der Dom noch an der Konstruktion. Wir waren ob zack, es hat geknallt, wenn du verschlafen hast. Es gab kein WhatsApp, sondern höchstens Telegrafenmast. Ich hab mir Disziplin und Fleiß bis heute bewahrt aus diesen Tagen, noch verbunden mit der Eigenschaft, doch kritisch nachzufragen, weil ich Real Talk mache mit dem Chapeau-Klack-Begeister, wurde ich Bam, Deutschlands allerjüngster Oberbürgermeister. Habe Autobahn gebaut, lang vor den braunen Usurpanten, die mich aus dem Amt verbannten, weil sie meine Haltung kannten. Bleib im Innern jung, auch wenn das Antlitz Fuschen zieht. Nach diesem Track werden wir sehen, wer von uns alt aussieht. Und stellst du uns die Wahl der Knechtschaft, kann ich dir erzählen. Da gibt's jetzt kein Vertun für uns, dass wir die Freiheit wählen. Das heißt, der Knechtschaft, alles Lügen, Märchen, schaurische Geschichten. Niemand hat die Absicht, irgendeine Mauer zu errichten. Aber gegen euren Imperialismus steht die Front. Wir haben den gleichen Himmel, aber nicht denselben Horizont. Wahrlich ein kluger Satz, könnte tatsächlich von mir sein. Was eins verliebt nichts von Berliner Schloss, rief setzen wir um. Und wo gehobelt wird, fallen Späne, da kommt man nicht drum rum. Das aus der Junkertum flog eins zu hoch, nun fallen sie tief. Denn ihre Güter packen wir alle in ein Kollektiv. Wir sind die wahren Erben Preußens, schick die Pickelhaube auf unserem Ostberliner Fernsehturm, mein Freund. Ich glaube, das würde längsten haben, 50 mehr als Prag zählt. Der funkt den Sandmann bis nach Aachen, ich mach keinen Hehl. Daraus, dass wir die Allerbesten sind, weil wir nicht aus dem Westen sind. Die mit den höchsten Besten sind, die Zaubermann testen sind. Wir haben den ersten Kosmonauten hoch uns alle geschickt, dem ist zuerst der Aufbau von einem Atomkraftwerk geglückt. Das West-Berlin noch offen ist ein großes Manko. Doch warte mal ab, gehst du noch per Sonderzug nach Pankow. Du siehst, dass unser Deutschland besser ist und glaubst es nicht? Dann gehen die Klappen hoch und wir machen die Zone dicht. Im Sommer ein und